Yo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Road to Knife Unboxings 2.0. Ich habe für heute mal wieder 10 Spectrum 2 Kisten vorbereitet, weil mit den Horizon Kisten geht momentan echt nichts rein. Also ich ziehe nur Blue Shit. Beim ersten Mal hatte ich glaube ich 9x Blue, 9x Purple und beim zweiten Mal dann 10x Blue. Also läuft halt jetzt nicht so. Und yo, ich hoffe mal, dass hier ist wenigstens mehr geht. Ich meine, Knife habe ich jetzt nicht auf der Rechnung, aber vielleicht mal ein Pinkskin kann da ruhig mal reinzen. Weil das ist ja sonst richtig low, aber das fängt halt mal wieder mit Blue an. Wow. So, am Ende des Videos wird dann noch ein Giveaway ausgelost, weil es war ja, was war noch offen. Kurz gucken, hier dieses Falcon Knife Ball Forest. Das kommt dann am Ende noch. Und für alle Leute, die... gestern war ja Beatles Special Stream, da wurde ja unter anderem Most Sexy Diggle Clip 4 released. Wer das nicht kennt, schaut mal vorbei, es ist wirklich krass geworden. Alter. Mir gestern noch den Stream, glaube ich, die ganzen 13 Stunden gegeben, also die 12 Stunden plus das, was halt noch dann gehängt wurde. Aber wenn... perfekt. Ja, der Sandro hat da gestern auch noch ein Case Opening Battle gemacht mit Horizon Kisten. Hat er auch 25 Stück aufgehebelt und da glaube ich auch noch 24 mal Blue und einmal Purple gezogen. Also die Horizon Cases sind es halt irgendwie gar nicht, ne? Spectrum 2 irgendwie. Das ist in letzter Zeit generell low, was man hier sieht, ne? Früher hatte ich da viel mehr Luck. Als ich da letzte Woche zum Beispiel einfach nur dieses... was war das letzte Video? Dieses All My Rare Special Items Unboxings Teil 2 bearbeitet habe, ist mir auch richtig aufgefallen. Die ganzen Items waren teilweise vor ein bis zwei Jahren, was ich gezogen habe. Und heuer? Was habe ich heuer gezogen? Einmal Handschuhe, sonst nichts. Sonst ziehe ich da fast einmal einen monatlichen Knife damals noch. Übelst der Abfuck. So, diese auf jeden Fall diese Firma, was da war, was sich halt für um den Wasserschaden bis bei mir im Büro kümmert. War halt jetzt diese Woche Donnerstag da. Und wieder Blue. Hat halt so gemeint, nee, das ist noch nicht trocken genug, das dauert noch 2 bis 3 Wochen mindestens. Ich denke mir nur so, yo, fickt euch. Sei ernst. Vor allem dieses eine Gerät, was hier neben mir steht, das funktioniert mal nicht mal richtig, weil die anderen muss ich so 1 bis 2 Mal pro Tag entleeren. Vom Wasser her. Und das entleere ich vielleicht einmal die Woche, wenn es hinkommt. Also, da ist doch irgendwas nicht ganz safe, ne? Nicht, dass die mir da irgendwelche so halb funktionierende Geräte herstellen, damit das Ganze halt noch länger dauert und die halt mehr Geld von der Versicherung kassieren können. Das wäre halt irgendwie der übelste Scam, ne? Aber ja. Kann ich halt auch nicht so viel dagegen machen, ne? Und gegen das permanente Bullshit ziehen, das ist halt auch übelst low. Da zieht es einmal Pink, ich glaube das einzige Pink-Item, was ich in den 10 Kisten des Vorbeizischen gesehen habe. Wow. Battle Game sogar, okay. Nee. Was war noch? Genau. Auf jeden Fall, nachdem das jetzt 2 bis 3 Wochen länger dauert, werde ich dann Anfang nächster Woche, also morgen dann schon, PC und alles, das komplette Setup hier abbauen und wegräumen, weil das hat keinen Sinn. Ich möchte den PC nämlich weiterhin nutzen und den werde ich mir halt irgendwo anders hinstellen. Für den Zeitraum, ne? Und ich habe noch keine Ahnung, wie ich das mache oder wo ich den hinstelle oder so weiter und so fort. Aber ich werde auf jeden Fall heute noch ein paar Videos vorproduzieren, dass ich halt sozusagen
dann 4-5 auf Lager habe, dass ich dann den Zeitraum überbrücken kann. Weil wenn ich den dann irgendwo anders aufstelle, bin ich mir nicht sicher, ob ich da dann Videos aufnehmen kann oder nicht. So, dann losen wir jetzt auch das Giveaway auf von dem Falcon Knife Boar Forest. Ich glaube von den 150 Leuten, oder keine Ahnung wie viele da jetzt ungefähr teilgenommen haben, kann halt nur einer gewinnen und das ist Kyo. Kyo hat gewonnen, er hat einen Tweet auf Twitter geretweetet und kommt aus Barbie ST Germany. Auf jeden Fall mit Deutschland, keine Ahnung wo das ist. Glückwunsch Mate an dich. Ich werde dir eine E-Mail schreiben, also mit der E-Mail, was du dich bei Klima.io angemeldet hast, dort wirst du eine E-Mail von mir bekommen. Auf die antwortest du dann mit deiner Tradewell und dann ist das Knife auch schon deines. Gut, das war's mal mit dem Giveaway. Ich werde den Gewinner jetzt aber noch nicht announcen, weil das mache ich dann, nachdem ich das Video bearbeitet, gerendert und hochgeladen habe, damit ich das dann gleichzeitig announce, wie ich das Video halt online stelle, ne? So, das ist heute eigentlich auch schon der letzte Tag des Monats. Das heißt, rein theoretisch könnte ich ab nächste Woche dann schon das nächste Giveaway starten. Ich habe mir zwar noch keinen Skin ausgesucht. Ich meine, nächste Woche wäre ja geplant, beziehungsweise ich werde jetzt alles vorproduzieren. Aber dass vielleicht nächste Woche dann ein Souvenir Case Unboxing kommt, da habe ich hier was vorbereitet. Aber es ist dann von jeder Map kommt dann halt eine Case. Also es ist nicht wirklich eine Case, aber so eine Package, ne? Da habe ich dann zum Beispiel hier Train, Cage, Merge. Dann gibt es ja von Inferno und Nu gibt es ja jeweils jetzt eine neue und eine alte. Da habe ich mir von beidem die neue und die alte geholt. Und wie hieß die 2? Das ist Nu, die alte, von der Boston 2018. Und dann habe ich hier von Nu die neue. Selbe bei Inferno. Und ich sehe gerade, ich habe Inferno zweimal. Lol, da habe ich mich verkauft. Und eine Kabelstone habe ich mir auch geholt. Mein Kabelstone war ja dieses Mal bei der Major nicht dabei. Aber die gehört einfach dazu. Und das ist dann halt so das On-Top-Package, was zum Schluss aufgehebelt wird. Die sind auch jetzt übelst im Preis gestiegen. Aber so eine... wie so Zustand minimal wäre. Eine Dranglore in Souvenir FN wäre halt schon übelst geil. Die kosten jetzt mittlerweile schon, glaube ich, fast 50 Euro das Stück oder so 45 Euro. Normales kostet so eine Package halt 20 Euro. Aber nachdem jetzt bei der letzten Major die Cobblestone nicht dabei war, sind ja keine neuen nachgekommen, somit sind die im Preis gestiegen. Yay. Aber ich habe sie mir halt trotzdem gegönnt. So, das war's dann eigentlich mal mit dem Video für heute. Case Opening war halt jetzt mal wieder ziemlich unlucky, wie sonst auch. Das Knife Giveaway wurde aufgelost, also Glückwunsch an dich. Wie gesagt, antworte einfach auf meine E-Mail. Dann, was war noch? Ja, nächste Woche wird wahrscheinlich das Souvenir Package Unboxing kommen, also das Area Package, also zu jeder Map. Und weiß ich halt auch noch nicht, ob ich dann nächste Woche dazu gleich das Giveaway dazu mache oder ob das dann erst in 2 Wochen kommt. Ihr werdet es halt sehen. Jo, dann, wenn man Daumen nach oben, würde ich mich freuen, über einen Kommentar auch. Und ja, dann sage ich auch nochmal Ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Alex.